Herr Haufler von der CDU-Fraktion hat jetzt das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr geehrte Kollegin Di Mirel, ich finde es sehr schade, dass sich hier immer wieder die gleichen Argumente wiederholen, die schon seit Jahren in dieser Debatte wiederholt werden. Sie haben hier teilweise wörtlich aus einem Antrag der Grünen von 2010 zitiert. Ich kann Ihnen einfach sagen, dadurch, dass Sie die falschen Dinge immer wieder hier aufsagen, werden diese Dinge nicht richtiger. Und ich finde es auch schade, dass Sie die deutsche Sprache wieder zum Streitpunkt in der Migrationspolitik machen. Früher wurden ja tatsächlich solche theoretischen Debatten darüber geführt, ob man nicht auch ohne deutsche Sprachkenntnis in unserem Land leben kann. Aber die Praxis hat gezeigt, es funktioniert nicht. Und deshalb haben wir doch eine ganze Reihe von Maßnahmen eingeführt, die genau das zum Ziel haben. Alle Menschen in diesem Land sollen die Möglichkeit erhalten, sich miteinander zu verständigen, damit es ein Zusammenleben gibt und kein Nebeneinanderleben. Es ist wirklich beachtlich, was in den letzten Jahren hier auch parteiübergreifend gemacht worden ist. Wir haben verpflichtende Sprachtests vor der Einschulung. Wir haben verpflichtende Integrationskurse für Zuwanderer. Wir haben Sprachtests für ausländische Studenten. Wir haben verpflichtende Einbürgerungstests. Und wir können sicher sagen, was haben wir mit diesen Maßnahmen? Wir haben mit diesen Maßnahmen Erfolg. Diese Maßnahmen waren aber auch notwendig. Zu häufig haben Menschen keine Chance gehabt, ihr Potenzial in unserem Land vollständig zu nutzen, weil ihnen die Sprachkenntnisse fehlten für Bildung, für qualifizierte Arbeit, für Aufstieg, für Erfolg, aber auch für Dinge wie Freizeit, Kultur, gute Nachbarschaft und Freundschaft. Und schlimmer noch trifft es die Kinder, die häufig mit ihren Eltern gar kein Deutsch sprechen können, obwohl das Deutsche schon ihre erste Sprache geworden ist. Und deshalb müssen wir als Integrationspolitiker, Herr Patschi, uns zuerst einmal entscheiden, wollen wir mehr Integration oder wollen wir weniger Integration? Und ja, Sie versuchen hier die ganze Zeit, ich sag Ihnen das gerne, Sie versuchen die ganze Zeit, das Thema, um das es geht, zu verstecken hinter langen Zitaten. Ich habe irgendwie Paragraph 36/40 hier gehört, irgendwelchen Gerichtsurteilen. Das ist hier eine politische Debatte und wir müssen politisch entscheiden, wie wir Integration in diesem Land erreichen. Gerichte sind dazu da, das später zu überprüfen und nicht uns hier Vorschriften zu machen. Darüber können wir aber auch noch später im Einzelnen reden. Dafür haben Sie ja hier schon sich für die Ausschussüberweisung entschieden. Ich kann Ihnen nur sagen, worum es hier geht, für jeden klar verständlich und ohne Ihnen 1000 Paragraphen vorzutragen. Es geht hier nicht um ein ausführliches Studium deutscher Grammatik, es geht hier nicht um Fremdwörter, es geht hier nicht um unregelmäßige Verben. Wir sprechen hier über Grundlagen, die wirklich jeder Mensch benötigt, der dauerhaft hier in diesem Land leben möchte. Haben Sie sich angeschaut, wie so ein Test aussieht? Herr Haufler, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Abgeordneten Jimczek? Gerne. Herr Haufler, darf ich mal fragen, in welcher Sprache Sie sich mit Ihrer Partnerin unterhalten? Also, ich habe, das ist eine sehr private Frage, ja. Aber als ich mit einer russlanddeutschen hübschen Mädchen zusammen war, habe ich mich mit ihr auf Deutsch unterhalten. Okay, also Sie lieben Ihre Partnerin. Darf Ihre Partnerin nicht hier sein, wenn sie sich mit Ihnen nicht auf Deutsch unterhalten darf? Wenn Sie jemanden aus Russland haben, die kann kein Deutsch, darf sie denn nicht nach Deutschland reisen, auch wenn sie sich lieben? Ja, wir können gerne unser Beziehungsleben nachher beim Bier diskutieren, aber ich kann mir das gerne so ein bisschen jetzt hier ausmalen. Also wenn ich tatsächlich jemanden kennenlerne, der in einem anderen Land lebt, sagen wir mal hier Russland oder Ukraine, dann wird es ja nicht so sein, dass wir von heute auf morgen sagen, lass uns bitte heiraten und Ehegattennachzug nach Deutschland ist das allererste, was ansteht. Ich stelle mir das eher so vor, dass man sich so ein bisschen damit auseinandersetzt. Mensch, der junge Mann lebt in Deutschland, was bedeutet das für mich? Ich muss dahin ziehen, ich muss mir vielleicht mal die Sprache auch aneignen, vielleicht mal das Land besuchen. So ist es bei mir persönlich, aber es ist bei jedem anders. Es ist bei jedem anders. Aber ich möchte Ihnen gerne trotzdem noch einmal nicht vorenthalten. Ich möchte Ihnen trotzdem nicht vorenthalten, über was für eine Art von Test hier sprechen. Ich glaube, das tut schon auch viel zur Sache, das nicht allzu abstrakt immer hier zu halten. Sie können auf der Webseite des Goethe-Instituts die Unterlagen für das Goethe-Zertifikat A1 aufrufen. Das habe ich vorhin gemacht. Ich habe dann Frage Nummer 1. Jetzt versuchen Sie das mal hier zu beantworten. Frage Nummer 1 ist, welche Zimmernummer hat Herr Schneider? So,
Diese Frage müssen Sie beantworten, nachdem Sie folgenden Text gehört haben. Dieser Text wird beim Test zweimal hintereinander... Ja, ist kein Problem. Ich bitte die Bürgerschaft um Ruhe und Aufmerksamkeit für den Redner. Wir können auch gerne anstatt Herrn Schneider Frau Schneider sagen. Ist in Ordnung. Also noch einmal. Ich werde den Text nur einmal vorlesen. Beim Test wird er zweimal hintereinander langsam vorgelesen. Und man hört dann zu. Also, welche Zimmernummer hat Frau Schneider? Ja, ein Dialog. Daraufhin hört man einen Dialog zwischen Mann und Frau. Die Frau fragt: Ach, Verzeihung, wo finde ich Frau Schneider vom Betriebsrat? Der Herr antwortet: Schneider, warten Sie mal. Ich glaube, die ist im Zimmer 254. Ja, stimmt, Zimmer 254, das ist im zweiten Stock. Da können Sie den Aufzug nehmen. Zweiter Stock, Zimmer 254. Okay, vielen Dank. Also wenn Sie diesen Text zweimal gehört haben, müssen Sie die Frage beantworten, welche Zimmernummer hat Frau Schneider? Und ich frage Sie, meine Damen und Herren, ist es sinnvoll, die deutsche Sprache auf diesem Testniveau bereits dann zu beherrschen, wenn man in Deutschland den ersten Tag angekommen ist? Der eine sagt ja, die anderen sagen nein. Die Bundesregierung hat die Betroffenen befragt. Und die Betroffenen sagen, 30% sagen, dass die Vorbereitungen auf diesen Test für sie belastend waren. Aber über 80% der Betroffenen halten diesen Test für sinnvoll. Herr Haufler, gestatten Sie eine Zwischenfrage der Abgeordneten Fegebank? Ja, gern. Ja, es ist ja hochinteressant, diese Einsicht in den Test zu bekommen. Meine Frage, finden Sie es gerecht, dass einige vor Anreise diesen Test gemacht haben müssen und andere nicht? Wir haben ja Ausnahmen, die für Menschen gelten, die zum Beispiel sowieso visafrei nach Deutschland einreisen dürfen. Ich weiß nicht, ob das gerecht ist, wenn man visafrei ohne Hochzeit nach Deutschland einreisen darf, aber mit Visum dann schon. Das halte ich nicht für gerecht, finde ich also gerechtfertigt. Wir haben Ausnahmen für Menschen, die einen Hochschulabschluss haben, die von ihrer persönlichen Bildungssituation und von ihrer wirtschaftlichen Situation uns glaubhaft machen können, dass sie in Deutschland weder Schwierigkeiten haben werden, sich zu integrieren, noch der Allgemeinheit finanziell zur Last fallen. Das finde ich gerecht. Wenn Sie andere Fälle haben, die Sie nicht gerecht finden, können wir sie gern diskutieren. Dafür haben wir die Ausschussüberweisung. Also der Test ist für eine Minderheit belastend, für eine Mehrheit der Betroffenen sinnvoll. Die Menschen erkennen, das, was belastend ist, ist manchmal aber trotzdem sinnvoll. Man spart sich damit noch größere Belastungen für die Zukunft. Und deshalb würde die Abschaffung dieser Tests weniger Integration bedeuten. Und das Beibehalten der Tests ist mehr Integration. Wir Christdemokraten wollen mehr Integration. Wir wollen, dass alle Menschen eine echte Chance in diesem Land erhalten. Und wir wollen deshalb, dass alle Menschen sich in dieser Gesellschaft verständigen können. Dafür gibt es auch diese Integrationskurse, die Sie ansprechen. Wir wollen aber, dass man nicht in diesem Integrationskurs völlig ohne Sprachkenntnisse ankommt, mit Menschen aus der ganzen Welt zusammenkommt, sich weder mit dem Lehrer noch mit den Teilnehmern verständigen kann. Wir wollen, dass der Integrationskurs ein weiterer Weg, weg zu der Frage, welche Zimmernummer hat Frau Schneider, sondern hin zu komplizierteren Zusammenhängen, einen weiteren Weg macht. Und auf diesen Und an diesem politischen Ziel, auch dem politischen Ziel und nicht die Paragraphen, so wie Sie, an diesem Ziel halten wir fest, Gerichtsbeschlüsse in Einzelfällen sind für uns kein Grund, das ganze System zu hinterfragen. Das Bundesverfassungsgericht sieht es ganz genauso wie wir. Sie wollen immer wieder die gleichen falschen Argumente wiederholen. Wir wollen das nicht. Deshalb lehnen wir auch die Überweisung ab.